Moin Pyros und herzlich willkommen zu einem wunderschönen Video hier mit den Funke Blumenfontänen. Vier Stück sind da drinne. Das Design sieht schon mal sehr geil aus. F2 Fontänen, 60 Gramm. Hört sich gut an. Die Schätze hier drinne sehen auch sehr wunderbar aus. Werde ich euch gleich nochmal im Einzelnen zeigen, bevor wir zünden. Pyro Magic ist mit dabei. Der hilft immer beim Zünden. Gerne mal auf Instagram abchecken. Pyro Magic 2022. Werdet auf jeden Fall meine Meinung zu den Fontänen hören. Und heute vielleicht mal Pyro Magic seine Meinung. Und eure Meinung schreibt die gerne in die Kommentare. Liken, abonnieren, ihr wisst Bescheid. Wir gehen rein. Wir starten mit der Silber Chris an Themen, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Sieht schön aus. Hier ist leider kaputt. Dennoch wird die Fontäne gezündet. So, Pyro Magic zündet an. Und wir gehen weg. So. Ja, auf jeden Fall eine gute F2-Fontäne. Was sagst du? Voll gut. Als nächstes zünden wir die Gold Chris an Themen. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Auf jeden Fall ist es die goldene. Viel Spaß mit der goldenen. Kommt direkt neben die andere. Wird gezündet. Ja, schöne Crackling-Fontäne. Wir gehen direkt zur nächsten. Als nächstes haben wir hier die Reisblüte. Endlich mal einen Namen, den ich aussprechen kann, wo ich auch weiß, was es heißt. Die kommt ja auch direkt wieder hin und wird gezündet. Oh ja, schön mit ein paar Smarties, die da rauskommen. Das gefällt mir natürlich. Ja, war ganz okay. Ich fand die zweite besser. Ja, die zweite war gut. Aber die hier sieht auch sehr gut aus. Die Kornblume. Wenn da blaue Smarties rauskommen, würde ich mich freuen. So, Nummer 4. Die letzte Fontäne. Oh ja. Ja, hatte kurze Brenndauer, aber schöner Effekt. Gold mit Blau gemischt, macht man nichts falsch. Und ich würde sagen, liken, abonnieren. Bis zum nächsten Video, Pyros. Ciao.